Das da war dann genau Christian Tedief. Hat Nobelpreise bekommen für Molekularbiologie. Nein, das gibt es nicht. Für irgendwie Chemie etwas. Ist ein sehr gutes Buch. Ich habe vieles aus diesem Buch. Ein anderes Buch, das ich benutze, ist von Nick Lane. Das ist, würde ich meinen, noch ein bisschen einfacher, noch ein bisschen neuer. Das ist schon relativ das Datum. Ich werde am Schluss von meinem Vortrag am Schluss auch noch etwas über den John Lennox sagen. Ich kenne das Buch nicht. Ich kenne John Lennox aus verschiedenen Vorträgen, die ich im Internet gesehen habe und aus Diskussionen, die er mit dem Richard Dawkins geführt hat. Er wird häufig zitiert von gläubigen Leuten und ich sehe es etwas anders. Ich hätte es niemals gesagt, dass aufplatzende Schwätzer. Er tut sehr sorgfältig argumentieren, aber ich komme auf das noch zurück. Ich würde meinen, er kann ohne weiteres eine Stunde reden und wahrscheinlich, das würde mich wundern, also bei einem Vortrag redet er ohne weiteres eine Stunde und kein Naturwissenschaftler würde ihm heftig widersprechen. Weil eigentlich alles stimmt, was er sagt. Er macht am Schluss einen anderen Fehler. Aber er kommt wieder noch. Ja, so. Ich habe ja das Buch geschrieben, darum bin ich wahrscheinlich da. Und da tue ich Evolution, beschrieben in einem von vier Teilen, Evolution und den Entstehung vom Leben. Und ich finde, Evolution ist ein extrem wichtiges Thema. Die gesamte Biologie basiert auf dem, auf deren Idee von der Evolutionstheorie. Und man kann kaum Artikel lesen über Biologie, aber auch viel über Medizin, wo nicht irgendwie der Grundgedanke vorkommt. Manchmal, oder häufig nicht explizit, aber häufig implizit. Und es ist viel zu wenig bekannt, dass es einen Biologen, der mein Buch gelesen hat, der hat immerhin einen Abschluss in Biologie an der Uni Zürich oder zum Teil in Genf studiert, Molekularbiologie. Der hat am Schluss gesagt, also jetzt hat er zum ersten Mal in meinem Buch Argumente gefunden und Beispiele zu dieser Evolutionstheorie, das hat er überhaupt noch nie gehört. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man das so wenig kennt, die wichtige Theorie. Also, ich finde das sehr schön, dass ihr die Reihe macht. Und ich rede aber heute nur ganz über den Anfang. Und eigentlich würde man meinen, ah, das ist falsch, ach. So, da, Evolution zum Leben. Da hätte ich vor 10 Jahren gesagt, schon an dem Titel sieht man, dass der nicht rauskommt. Weil Evolution fängt erst an, wenn das Leben da ist. Dann, das habe ich in vielen Büchern so gelesen und ich habe immer das Gefühl gehabt, ja klar, Evolution kann erst passieren, wenn das Leben da ist. Und ich werde heute einen ganz anderen Blick zeigen, wo, würde ich meinen, heute allgemein akzeptiert ist. So, wenn ich bin ja Sek-Lehrer und Lehrer für Biologie und Physik und Chemie. Und in der ersten Biologiestunde sage ich euch den Schülern, sie sollen sich ein Lebewesen vorstellen. Und mit Biologie geht es um Lebewesen. Also denken sie die alle an ein Lebewesen. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Lebewesen, was kommt da in den Sinn? Silikon. Ja. Esel. Okay. Also, das ist etwas, was die Schüler auch sagen. Schildkrott ist schon sehr exotisch. Und dann sage ich auch, ich schaue zum Fenster aus, jetzt da müsste man den Plakat wegschieben, dann sieht man hinten dran die Pflanze. Und dann kommt der Schlauste von diesen Schülern, so ein Sonderling, der kommt dann auf die Idee, aha, ein Baum ist ja auch ein Lebewesen, eigentlich. Und ein Baum könnte man ja auch ein Lebewesen. Das ist dann einer, mit dem redest du niemand und der wird dann in der Pause, wird dann der Taschenrechner klaut. So. Für Biologen ist Leben ganz etwas anderes. Also wenn man das Bild hat, ich denke, das ist mal das Grundproblem. Wenn man sagt, jetzt entsteht der Esel oder ein Zebra entsteht aus toter Materie, dann sieht man das Bild vor sich. Das Zebra steigt aus dem Sumpf. Und dann ist klar, wenn man das Bild vor sich hat, dann braucht es natürlich einen Schöpfer, der das Zebra da aus dem Sumpf rausschöpft. So. Das ist eigentlich einleuchtend.
Und man kann sich nicht vorstellen, dass das Zebra das aus dem Sumpf entstehen sollte. Das ist einfach vom Bild her, passt das nicht. Und darum ist es wichtig, dass man sich zuerst mal klar macht, für Biologen ist Leben ganz etwas anderes. Die haben zuerst einmal gibt es einen Haufen Bakterien da, dann gibt es da die Archaeen, da hat man früher noch gemeint, das sind altertümliche, einfache Bakterien. Man hat heute ist man der Ansicht, nein, das sind einfach andere Arten von Bakterien. Und dann gibt es da die Eukaryota, das sind die, die einen Zellkern haben. Und man sieht, da sind die Tiere, die wir daran denken. Und da sind allenfalls noch Pilze, die kennen wir auch, und Pflanzen. Und alle anderen da, die kennen die meisten Leute nicht. Also ich hätte auch Mühe zu erklären, was ein Diplomaten, was das für dich sind. Ich nehme jetzt an, den meisten geht es so. Da habe ich noch alle Tiere drauf. Und das sind nicht die ausgestorbenen Tiere. Häufig haben wir die Darstellung als, das sind ausgestorbene Tiere. Aber das sind alles Tiere, die es noch gibt. Außer die Urlebewesen, die gibt es zum Teil dann nicht mehr. Und natürlich sind viele von denen auch ausgestorben, aber nicht als Gesamtfamilie. Das sind die, die wir da denken. Vögel, Säugetiere, Insekten. Die meisten von denen sind heute wahrscheinlich Sachen, die wir gar nicht kennen. Das, was wir noch sagen, da gibt es im Meer beliebig viel, das kennen wir gar nicht. Man kann überhaupt nicht abschätzen, wie viel das sind im Gesamten. Ich glaube, die Schätzung geht irgendwie von 3 Millionen, ich sage jetzt keine Zahlen, ich habe es mir irgendwann mehr ausgedrückt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Es sind extreme Unterschiede. Die meisten sind Insekten, Würmer, aber das sind jetzt nur Tiere, das sind Bakterien nicht dabei. Von denen, es hat einmal in Norwegen haben sie einmal 1 Gramm Erde ausgegraben und geschaut, wie viele verschiedene Bakterien dort drin sind. Und da sind sie auf 5'000 verschiedene Arten in dem einen Gramm Erde, von einem bestimmten Ort. Und da gibt es ja völlig andere Arten von Erde, also das ist massiv. Ein Nasenarzt hat mir gesagt, in der Nase von einem gesunden Menschen hat es 300 verschiedene Pilzarten. Also einfach, das sind unglaublich viele Sachen. Und wir reden nur von diesen paar wenigen, allerkompliziertesten und meinen dann, das sei es. Und ich würde heute von all denen nicht reden. Und von den Urlebewesen will ich ganz ein bisschen reden. Weil die sind eigentlich schon viel zu kompliziert. Es geht viel einfacher. Und ich rede heute eigentlich von Physik und von Chemie. Und das ist ein Buch, das wird, als ich die erste Biologie-Vorlesung hatte, hat uns der Professor 10 Bücher empfohlen. Und das eins war das von Erwin Schrödinger, das ist ein Quantenphysiker. Und das wird heute also noch als ja gut, das ist jetzt 30 Jahre her, aber ich nehme an, es wird heute noch empfohlen und es wird zu Recht empfohlen. Weil der hat sich als Erster überlegt, was braucht es denn, damit ein Lebewesen entsteht? Und er hat sich überlegt, was muss die Materie für Eigenschaften haben, damit man das Lebewesen nennen kann. Und eines der wichtigen Themen, ich gehe jetzt nicht alle im Detail, eines der wichtigen Themen war, ein Lebewesen kann sich irgendwie selber kopieren. Das hat eine Information und kann dann sich kopieren, sodass die Information nachher vervielfältigt ist. Das bedeutet Leben. Und dann kommt ein Physiker oder ein Chemiker sehr rasch auf, man tut das nachher auf der Homepage, also man findet das, hoffe ich. Ein Chemiker oder ein Physiker denkt da sehr rasch an einen Kristall. Weil ein Kristall macht das genau so, und ich hoffe, dass es funktioniert, weil der Versuch funktioniert jedes zweite Mal nicht. Und ich habe wenige Chancen. Also, ich habe hier eine Flüssigkeit, das ist Salzwasser. Und ich habe ein paar Kristalle, die haben Information. Das sind so Salzkristalle. Und wenn ich jetzt da dass die Kristalle da rein tun und ein bisschen Glück haben, dann müsste das kristallisieren. Ich habe gehört, das ging nicht. Da ist eine übersättigte Lösung von einem mit Natriumacetat, das ist ein Salz, und das ist einfach flüssig. Und jetzt leere ich da ein paar Kristalle rein.
Und die Kristalle, die geben die Information, wie Kristalle aufgebaut sind. Und wir sehen schon, der Kristall breitet sich jetzt aus. Und die Kristalle merken jetzt, wie sie organisiert sind. Natürlich sind das nicht Lebewesen, aber es ist doch eine Information, die sich weiter ausbreitet. Und bei Lebewesen hat man auch als erstes Mal nach Kristall gesucht und tatsächlich die berühmte DNA-Doppelhelix, das wird Kristall genannt, das ist ein aperiodischer Kristall. Einfach viel komplizierter als was wir hier haben. Dass ich einen Kristall reintue und dann wird das selber zum Kristall. Und es gibt dann ein bisschen kompliziertere Sachen, kompliziertere Salz, die können auf verschiedene Arten kristallisieren. Und das ist natürlich schon klar, das ist nicht das Lebewesen, selbst wenn der Kristall jetzt zum Kristall wird, zwei, drei Arten lang nicht mehr. Wir erwarten mehr, dass wir das Lebewesen nennen. Und sonst ist es lausig. Okay, ich hoffe, der zweite Versuch funktioniert dann. Also das ist der Schrödinger und der hat dann verschiedene Physiker, ja es ist eine Zeit, wo allgemein Physiker sich mit dem befasst hat, da Delbrück und Luria, der Delbrück war ein Physiker und hat, das sind sie beim Schaffen offensichtlich, die haben festgestellt, Bakterien werden durch eine spontane Mutation resistent. Also Physik haben sich da, der James Watson, der hat zwar Zoologie studiert, ist aber inspiriert gewesen vom Schrödinger, sein Buch, das ist ja 10 Jahre später. Francis Crick ist ein Physiker gewesen. Und die sind von den Biologen nicht ernst genommen worden. Die Biologen haben dort gesagt, man kann nicht ein Molekül, ein Molekül von einem Lebewesen wollen, mit der Methode eines Chemikers beschreiben. Das funktioniert nicht, die sind viel zu kompliziert, da braucht es eine Lebenskraft oder so. Das haben zwar viele Biologen schon nicht gedacht, aber sie haben immer gedacht, das ist viel zu kompliziert, da kommt man mit chemischen Methoden nicht weiter. Und sie haben gesagt, doch, wir machen das so. Und die Biologen haben von diesen zwei geredet, von den zwei wissenschaftlichen Clowns. Und sind dann erst ernst genommen, wo sie dann das Modell gebaut haben, wo eben dann die DNA-Doppelhelix ist. Übrigens sieht man dann, ja, das Modell ist nicht gut, das kommt nachher noch vor. Das da ist der berühmte Versuch von Stanley Miller und Harold Urey. Und der Stanley Miller, der ist viel zu alt gezeichnet da, der wäre viel jünger. Der war 23 gewesen, als Student, der hat schon den Nobelpreis gehabt. Und der Stanley Miller hat dann gesagt, so, und jetzt baue ich halt die Atmosphäre mal nach. Ich baue die Urerde mal nach. 1953 hat gesagt, auf der Erde hat es früher noch Wasser gehabt. Da tue ich das Wasser an. In der Kolbe, und das Wasser ist heiß, darum hat er da erhitzt. Irgendwie mit einem Bunsenbrenner. Und dann verdampft das Wasser und geht da rauf. Und dann hat er gesagt, da oben ist eine Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre hat es verschiedene ganz einfache Gas, Wasserstoff, CO2, Kohlenmonoxid, Stickstoff, Ammoniak, Methan. Ich glaube, das sind die, die man drin hat. Und er hat gesagt, und dann gibt es da Blitz. Weil in dieser Urerde hat es immer mal Blitz gegeben. Und dann kühlt es ja irgendwann wieder ab, dann hat er da gekühlt und es regnet da manchmal. Und der Regen, der geht wieder ins Meer. Und da wird es wieder erhitzt und geht da rauf und dann kann es da blitzen und so. Und wenn das ein Milliard Jahre lang geht, so, dann gibt es ja vielleicht irgendwann Lebewesen. Und weil der Stanley Miller 23 war und denkt, er ist doch ein bisschen naiv und so, denkt er, ja,
3 Tage kann ich warten und jetzt schaue ich mal nach. Ich weiß nicht, vielleicht dann 4 Tage warten, aber länger nicht. Und dann hat er nachgeschaut, ja, was ist denn jetzt da in dieser Suppe drin? Und das wird dann so braun und irgendwie Chemiker kennen das, organische Chemiker, das wird dann so eine braune Masse, wo man dann ewig lang muss dran putzen. Und das hat er analysiert mit der damaligen Methode, und zwar hat er vor allem geschaut, kommen da Aminosäuren vor, weil Aminosäuren sind bekannt gewesen, und er hat 3, oder heute findet man 3 Sachen. Der Versuch war fast zu gut gewesen. Er ist fast zu gut gewesen, aber ich zeige ihn jetzt, er will jetzt gleich so mal weitermachen. Das ist das Urmodell, so hat es ausgesehen, die Anordnung, und da hat er gefunden, er hat hier, da eben da die einfachen Moleküle, die ich vorher aufgezählt habe, und dann hat es 3 Hauptgruppen von Sachen gegeben. Erstens Lipid, das sind, ich komme nachher darauf, was das ist, Nukleotid und Aminosäuren. Und die tue ich jetzt vorstellen, weil die Grundteile, die können schon wahnsinnige Sachen machen. Das ist der Versuch von Miller-Urey. Da, das sind die Lipide. Ein Lipid ist dargestellt als so eine weiße Kugel und so gelbe Fäden. Und die weißen Kugeln, die sind polar, die mischen sich mit Wasser. Und die gelben Fäden, die sind apolar, die mischen sich nicht mit Wasser. Die werden vom Wasser weggedruckt. Und jetzt, was passiert, wenn ein Haufen Solipid ins Wasser kommt, dann werden all die Fäden weggedruckt und es gibt eine Schicht von diesen Sachen, wo sich eben, von diesen Teilen, Seiten von diesen Teilen, wo sich mit Wasser mischt, und dann kommen die sich nicht mischen, und unten hat es eine zweite Schicht, die sich mischt. Und dann können die so Blösli bilden, und es gibt so Blösli, das sind langweilige, die haben nur eine Schicht, aber häufig gibt es solche, die dann in dem Teil innen etwas sein kann. Und die Teile, die können natürlich sich wieder spalten, und dann hat es auch eine Vervielfältigung von so Teilen, und die Chemiker, die sich mit dem befassen, die haben das Gefühl, da so ist Leben entstanden, das sind schon die Urzellen, und die spalten sich dann, und dann gibt es dann Lebewesen, und die wissen dann vieles nicht, was auch noch könnte passieren. Oder ich finde es halt spannend, ihr Kind. Das ist nicht, dass Sie das alles verstehen müssen, aber ich erkläre kurz. Erstens sieht man, das ist ein Lipid. Nein, das ist ein Lipid. Und das sind Ausgangsstoffe. Und das ist zusammengesetzt aus 3-mal am gleichen. Das, das und das. Das sind so Kohlenstoffketten. Und das sind, die bilden sich selber. Überall bilden die sich einfach. Kohlenstoff hat einfach viele Orte, wo etwas angehängt werden kann, und dann hängen sehr schnell halt so Wasserstoffteile dran. Und dann hat man da das Glycerol, das ist ein Molekül mit 14 Atomen drin. Also das ist nicht etwas wahnsinnig kompliziert, sondern das ist einfach. Und dann kann sich da so Wasser abspalten, da ist ein OH und da ist ein Wasserstoffteile, und die können sich abspalten, ein Wasserteile, zwei Wasserteile, drittes Wasserteile, und dann hängt das Ding zusammen und ist ein Lipidmolekül. Und dann, wenn das häufig passiert, dann bildet sich bereits die Blösli, und die sieht dann am Schluss so aus in der Flüssigkeit. Ist noch schön. Mhm. So. Dann das Nächste. Und das ist noch erschreckend, aber man muss gar nicht alles verstehen. Es gar nicht. Das ist meine Lieblingsgeschichte, ich war in der Biologie-Vorlesung. Der hat stundenlang hat so Moleküle angelegt und nie erklärt, für was man es braucht. Das ist furchtbar. Aber ich zeige Ihnen, für was man es braucht. Das sind Aminosäuren, die 20 Aminosäuren bilden Protein. Das sind fast, man kann sagen, fast die wichtigsten Teile für Lebewesen. Die steuern alles im Körper. Alles. Von der Augenfarbe, Haarfarbe, Größe, Darmfunktionen. Und auch die Zeit, wann passiert denn etwas, also wahnsinnige Sachen. Die können alles steuern. Es gibt noch 40 mehr, die nicht gebraucht werden für Lebewesen. Aber die 20 werden gebraucht und die haben alle die gleichen 2 Sachen. Die haben so einen blauen Teil, das ist eine Aminogruppe, und der ist positiv geladen dann in dem Teil rein. Und dann haben sie da das COOH. Das ist eine Carboxylgruppe, die ist negativ geladen. Und wieder kann da
so ein OH abgespalten wird und da ein H abgespalten wird, dann gibt es da ein Wasserteil, H2O. Und dann hängt das Aminosäure hängt mit der zusammen. Und die da hat wieder die Carboxylgruppe, kann da wieder das Wasserteil abspalten und dann gibt es da eine Verbindung. Und so bindet die Kette. Und jetzt muss ich zeigen, was die weiter können. Die Kette, die sehen dann zuerst mal, nein, das ist noch, wie es gebildet wird, die bildet dann so, wenn es lange Kette gibt, dann gibt das so eine Helix. Das ist nicht die DNA-Doppelhelix, sondern das ist einfach in einem Protein, in einem Eiweißmolekül, hat man da so eine Helix. Und die Helix, das ist aber nur der Faden, die bildet dann weitere dreidimensionale Teile. Und die dreidimensionalen Teile können sich dann nochmal zu mehreren Teilen zusammenbilden. Und das ist also dann wirklich eine ganz komplizierte Struktur, wo dann eine dreidimensionale Form definiert ist durch die Aufreihung von Aminosäuren. Also wenn man die Reihenfolge von diesen Aminosäuren hat, dann gibt es da nur noch ganz wenig Möglichkeiten, wie sich das kopieren kann. So, was machen die? Das wäre jetzt so ein dreidimensionales Protein. Das ist jetzt abstrakt zeichnet, aber das wäre ein Zucker. Und der Zucker, der hat jetzt gerade Platz auf dem Protein. Auf dem violetten Protein. Und wenn das da drauf liegt, dann führt das violette Protein dazu, dass der Zucker gespalten wird, nennt man nachher zwei Teile. Also das wäre jetzt eine einfache Funktion. Ein Protein kann Zucker spalten. Das kann man das Umgekehrte machen. Bei anderen Teilen, anderen Proteinen, nimmt es die zwei Teile, legt die da an und dann verbindet es die. Man sagt eben auch Katalysator. Nachher ist das Protein wieder allein. Kann wieder allein rum zum nächsten oder verbinden. Darum sind die sehr wirkungsvoll, weil die eben mehrmals gebraucht werden und reihenweise dann können funktionieren. So, da ist noch ein komplizierter Effekt, einfach zum zeigen, wie die ineinander spielen. Da haben wir ein Protein, da ist ein anderes Protein und das da ist ein drittes Protein. Und das dritte kann da zum Grünen nicht ansitzen. Das Violette kann beim Grünen nicht anhängen. Aber wenn das Zusatzteil da kommt und da andockt, dann verändert sich das Protein und das kann da anhängen und jetzt passiert die Reaktion. Also das heisst, ein zusätzliches Teil kann dann das, die Maschine eine Art anstellen. Das kann als Schalter wirken. Umgekehrt ist das ein Schalter, der abstellt. Da hängt es an. Vorher würde es gehen, wenn das nicht anhängt. Wenn das Teil anhängt, dann verändert sich da die Form und es passt nicht mehr zusammen. Dann funktioniert die Reaktion nicht mehr. Und jetzt kann man sich einfach mit ein bisschen weiterdenken, merkt man, da passieren extrem komplizierte Sachen, wie das ineinander spielt. So, und jetzt hat man, es gibt natürlich einen Fans von den Proteinen, die sagen, ja, alles ist aus Protein entstanden. Das sind die ersten Teile, die sie sind. Die Proteine haben ein paar Nachteile. Erstens, die gehen bei 60 Grad kaputt. Also ein Ei besteht zu einem grossen Teil aus Eiweiß. Wenn man die kocht, dann krümmt das Ei, dann ist es kaputt, dann ist es weg. Die Urerde schätzt man, ist eher 120 Grad gewesen oder auf alle nicht an vielen Orten 160 Grad. Also das funktioniert da nicht. Zweiter Nachteil, die können sich nicht vervielfältigen. Die gehen nicht weiter. Aber man kann sich, das soll ich Ihnen zuerst sagen. Wenn man jetzt die Lipidschicht von vorher mit diesen Proteinen kombiniert, das ist jetzt eine moderne Zellwand, da hat es extrem viele so verschiedene Proteine drin. Das sind eine Anhäufung von Proteinen, die machen, dass da Ionen in die Zellen hineingehen. Das heisst, die Zelle kann sich aufladen und kann so auch Energie sammeln. Die machen da verschiedene andere Sachen. Also, Die Proteine können bestimmen, was kommt in die Zellen rein, was kann wieder raus. Und jetzt sehen wir, dass die urtümlichen Blösli sehr effektvoll werden können, wenn die können,
die Zellbank kann bestimmen, welche Teile dürfen rein und welche raus, dann verwässern sie nämlich nicht mehr so ohne weiteres. Jetzt da. Ich habe vorhin gesagt, die Proteine haben Nachteile. Das ist das dritte Teil, das sich noch relativ schnell bildet. Das sind Nukleinbasen. Und eigentlich müssen es 5 sein oder noch 4 abbilden. Es gibt noch ein Urezin, wo da sehr ähnlich ist wie das Thymin. Aber es spielt gar keine Rolle, Sie müssen nicht genau wissen. Ich will mit dem Bild nur zeigen, es sind 4 so Nukleinbasen, beziehungsweise 5. Und die sind auch sehr einfach aufgebaut. Also das ist, man muss sagen, wow, das kann gar nicht entstehen, sondern die entstehen eben auf Innenrot. Adenin hat man auf Meteoriten gefunden, das passiert wirklich im Weltall, entstehen die. Das ist nicht etwas, was eine riesige Sache braucht und wo jemand muss sich zusammen überlegen, wo kommen die hin, sondern die bilden sich eigentlich. Im Tiefsee, bei Vulkanen findet man es überall, findet man die Teile. Und die haben eine Eigenschaft, ähnlich wie Aminosäuren, die sich zu Fäden zusammenbinden, können die sich auch zu Fäden zusammenbinden. Die brauchen noch 2 zusätzliche Teile, nämlich da. Das ist so ein Ribosezucker. Und das ist ein Phosphatteil. Und das bildet das Rückgrat. Auch ganz einfache Teile, die bilden das Rückgrat und die können dann so die Basen da, die ursprünglichen Nukleinbasen anhängen. Und können auch wieder eine bestimmte Abfolge von Information geben. Und die Abfolge von Information, die kann sich dann auch, erstens kann sie, die kann eben 2 Sachen. Die kann sich mit die Protein könnte die sich so verknüpfen, dass es ein Enzym gibt, dass sie auch Reaktionen, chemische Reaktionen katalysieren, also dass die Reaktionen passieren oder nicht passieren oder schneller passieren. Und das Zweite, was die können sich vervielfältigen. Das ist häufig gesagt, wenn die DNA sich vervielfältigen, dann kann das noch viel besser. Aber es passiert auch, ich kann ein bisschen schiessen, eigentlich ist das ein Bild von einer DNA, aber in der RNA passiert es auch. Nicht so häufig und es gibt nicht ganz so ein schönes Bild, aber und man findet es nicht im Internet, ich habe es geglaubt. Aber man sieht da, was passiert. Man hat da den Rücken, man hat da den anderen Rücken von der zweiten, das sind 2 Fäden, die zusammenhängen. Und da hinten, das ist, gibt immer, die geben immer den gleichen Abstand. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Aber das ist der gleiche Abstand wie das Violett und das Grüne zusammen. Und das, Rosarote und das Blaue gibt wieder den gleichen Abstand. Also die können eine Art einen komplementären Faden anhängen. Beziehungsweise sie können auch einzelne solche so Teile anhängen, sodass die sich eben kann kopieren. Also das ist ein Faden und der kann sich kopieren, indem er einen zweiten anhängt. Und dann, indem es sich wieder spaltet, dann ist das eine Art das Gegenstück, also genau das Komplementäre dazu. Und dann kann es sich nochmal kopieren, dann gibt es den gleichen Faden, den man am Anfang hatte. Also die Ribonukleinsäure, die können sich kopieren. Passiert auch heute noch bei gewissen Bakterien. So. Und das gibt dann das Bild. Noch etwas könnt ihr. Die können nicht nur sich selber kopieren, sondern die können auch Protein schaffen. Also in unserem Körper tut nicht DNA, also nicht der DNA-Strang tut nicht Protein bauen, sondern die Ribonukleinsäure, die RNA, die tut Protein machen. Und dann gehen Proteine dort an, was gebraucht werden und machen dann das, was eben der chemische Effekt. So, das stellt man sich dann vor, so können die Ursuppe ausgesehen haben. Das sind so die Zellmembran, durchsetzt mit Proteinen, die sich da gebildet haben. Und da das Ribosom, das ist ein kompliziertes Gebilde von Protein und RNA. Und das ist viel später entstanden, also es ist überhaupt nicht Ur, sondern das ist eigentlich viel später entstanden. Und
die können, die, das ist auch ein Enzym, das dann macht, dass die RNA sehr effizient Protein herstellt. Also es geht in kürzester Zeit, das ist der Nobelpreis von der Schweiz, mit dem, mit, der hat ja, ich weiß nicht, noch nicht, das ist nicht mehr von, weiß nicht. Den Schweizer Nobelpreis bekommen für Chemie, weil er eigentlich ein Physiker ist und ein Apparat entdeckt hat, der filmen kann, wie die chemischen Reaktionen ablaufen. Also er kann komplizierte chemische Reaktionen filmen. Und er macht aber nicht einen Film, so wie wir da, sondern er macht irgendwie 10'000 Reaktionen, die er filmen, und dann kann er das mit dem Computer ausrechnen, was ist eigentlich in der Reihe nach passiert. Und das hat in der Schweiz herausgefunden, also man kann das jetzt wirklich fast nicht in Lifetime, aber mit Computerbearbeitung herausfinden, in welcher Reihe von passieren die chemischen Reaktionen, dass ein RNA-Molekül da nachher Protein daraus macht. So. Und jetzt gibt es die Ursuppe da, das wäre die Ursuppe, die hat drei Probleme. Und das ist eben der John Lennox, der sieht da die Probleme schon. Das sieht er völlig richtig, ich weiß nicht, ob er auf die Ursuppe eingeht, aber die hat drei Probleme. Yes, Mr. Darwin. Da ist eine Archaea-Bakterie in meiner Ursuppe. Das ist jetzt nicht das Hauptproblem. Aber, drei Probleme. Wir sehen die Ursuppe heute nicht mehr. Die gibt es nicht. Also eigentlich müsste man doch erwarten, überall, wo man anschaut im Meer, müsste da so die Urteile sein, die ich jetzt da beschrieben habe. Viel einfacher als die heutigen Proteine. Wir finden massenhaft heutige Proteine, moderne Sachen. Wir finden massenhaft RNA, wenn man im Meerwasser schaut. Aber wir finden nie die Ursuppe, die ganz einfachen Teile. Dass die heutigen Proteine, die haben irgendwie 1000 Teile aneinandergereiht. Und zwar exakt in der richtigen Reihenfolge. Und warum kommen die auf die Idee, die richtige Reihenfolge zu sein? Und der Punkt ist der. Die Teile heute, die modernen Teile, die sind so effizient geworden, die fressen alles andere auf. Also das ist die Erklärung, die man heute hat. Wenn man die urtümlichen alten Teile da drin tut, dann werden alle einfacher aufgefressen. Und man sieht das auch schon im Labor, kann man das nachvollziehen. Bereits ganz einfache RNA aus 50 Nukleinsäuren aneinandergereiht, nur 50, die haben bereits eine Evolution drin. Also da kann man ein beliebiges RNA-Stück auseinanderstückeln und das in einen Topf geben und ein bisschen mischen und ich weiß nicht, wenn sie es noch aufheizen oder was. Nein, ja, man muss noch Energie dazu geben. Dann verbindet die sich zu einer RNA und die Verbindung, die geht, und die Teile können sich kopieren. Also das ist, was ich vorher gesagt habe, die RNA kann sich kopieren und die kopiert sich immer schneller. Also je länger man das macht, desto schneller kopieren die sich. Und am Schluss hat man eine Brühe, wo die eben RNA ist mit 50 Teilen aneinander. Und die kopiert sich rasend schnell. Ist einfach, sonst kann die nichts. Also das kann nicht das Leben sein. Aber die kann sich kopieren. Ja. Könnte ein Grund sein, dass die Ursuppe nicht mehr gibt, dass eigentlich die Umgebungsbedingungen von damals gar nicht mehr gibt auf dieser Welt. Ja, eben. Und der Hauptunterschied ist, dass wir heute eben viel kompliziertere Moleküle haben, wo die einfacher fressen. Und ein anderer Grund ist noch, dass man also Sauerstoff hat. Das sieht man dann, wenn man die Erdschichten anschaut. Es gibt die alten Erdschichten, sind schwarz. Und es hat überall Eisen in der Erde. Und dann gibt es Wärmeschichten, das ist alles Eisen, ist rot. Das ist rot gerostet. Dann sieht man, da ist jetzt der Sauerstoff auftaucht. Und das ist sehr plötzlich passiert. Und der Sauerstoff ist extrem aggressiv. Der Sauerstoff macht ziemlich viel kaputt. Und wenn eben die ganz einfachen Moleküle da sind, dann gehen die kaputt. Also bereits da, das ist Chemie, das ist nicht Biologie, das sind chemische Teile. Und die machen bereits eine Evolution. Und darum ist der Titel, ich bin wirklich überzeugt, der ist richtig. Es gibt eine chemische Evolution. Man redet heute von einer chemischen Evolution. Und
die, und eine Selektion gibt es eben auch. So, jetzt kommt es zwei. Ah, das ist der Punkt, ja. Wenn ich eine Sardinenbüchse nehme, dann habe ich da alle die Teile drin und noch viel komplizierter. Und ich habe DNA drin und ich habe RNA drin und alles ist da drin, Protein. Und das kann ich sogar noch warm machen, damit es noch etwas schneller geht und etwas passiert. Und ich bin ziemlich sicher, kein Wissenschaftler würde sagen, aus dieser Sardinenbüchse, selbst wenn man das 1000 Jahre stehen lässt, dann gibt es da Lebewesen draus. Das machen die nicht. Warum? In der Chemie hat jede Reaktion eigentlich grundsätzlich mal eine Richtung. Die können zwar theoretisch in beide Richtungen gehen, aber sie hat, macht in der Natur immer die gleiche Richtung. Normalerweise. Und all die Reaktionen, oder viele von den Reaktionen, die ich jetzt da geschildert habe und gesagt habe, das passiert, die gehen in die falsche Richtung. Die, das merkt man als Laie vielleicht nicht ohne weiteres, aber ein Chemiker sieht sofort, ja, da braucht es ja Energie. Woher kommt denn die Energie, die da reingeht? Und also das typische Beispiel von so einer, Reaktion, jetzt kommt nicht mehr das zweite Funktionsversuch, aber hoffentlich funktioniert. So, der typische Versuch, oder? Man kann eine Tinte, soll ich das da lassen? Ich kann sie in die Hand nehmen. Der typische Versuch ist, dass man einen Tintentropfen hier ins Wasser tut, der verbreitet sich, der zieht sich nicht zusammen, das könnt ihr theoretisch auch. Tintentropfen, theoretisch könnt ihr alle Tintenteile versammeln und an einen Punkt einen blauen Fleck machen. Das passiert nie. Die verbreitet sich, verteilt sich und am Schluss sehen wir nichts mehr. Und das passiert bei allen chemischen Reaktionen, haben die richtig. Also ich versuche das jetzt, ein komplizierter Versuch, der noch spannend ist. So. Das ganze Zeit in der Bilde blau. Und dann geht es vielleicht noch ein Zeit, wenn wir Glück haben, und dann zerfällt das Blau. Aber es ist eine klare Richtung vorgegeben, was da passiert. Und der Versuch fängt nicht plötzlich wieder von vorne an. Also eigentlich müsste jetzt richtig haben. Und dann nicht einfach wieder von vorne anfangen. Der sollte dann einmal aufhören. Und das ist eigentlich jetzt nicht gut, weil der sollte, also das ist, lange Chemiker gemeint, das ist ein Dreckeffekt. Das ist einfach, das haben sie zwar schon beobachtet, das passiert, es ist nicht wie ich drüben, sondern es geht einfach ein bisschen schneller. Und man spürt dann so Zürich, wo da Dämpfe entwickelt werden. So, er hat gesagt, es ging etwa 3 Minuten so weiter. Ich weiß nicht, wie lange haben wir noch. Also, man muss es nicht trinken, es ist kein Coca-Cola. Was ist da passiert? Das hat ein Chemiker zuerst mal beschrieben. 1950, der Boris Pavlovich Belousov. Den habe ich sonst nie gehört. Der hat das beschrieben und der hat das an 3 Fachjournal geschickt. Und die haben alles abgelehnt und gesagt, jeder Chemiestudent lehrt im ersten Semester, dass eine chemische Reaktion eine Richtung hat. Das kann nicht passieren, dass da plötzlich eine chemische Reaktion in die andere Richtung geht und wieder umkehrt und so. Und die Richtung ist auch klar. Normalerweise zerfallen die Sachen. Man sagt, die Entropie nimmt immer zu, der Durcheinander nimmt immer zu. Das heisst, du hast am Anfang etwas Kompliziertes und das Komplizierte, das zerfällt. Und der Chemiker muss dann überlegen, ja, wo ist das Komplizierte und wo ist das Einfache. Das ist nicht ganz einfach zu sehen, aber wenn man das gesehen hat, dann weiss man, die chemische Reaktion, die geht in die Richtung. So, was ist da passiert? Es ist ein Ungleichgewicht. Und das hat dann viel später der Ilya Prigozhin hat das erklärt im Detail, was da passiert, warum gewisse chemische Reaktionen können plötzlich aus etwas Einfachem etwas Kompliziertes machen. Und er hat dann 1977 den Nobelpreis dafür bekommen. Und er hat auch, der Prigozhin hat gezeigt, das ist eigentlich ein Effekt, der muss passieren, wenn es
ein grosses thermodynamisches Ungleichgewicht gibt, oder überhaupt ein Ungleichgewicht, das ist ja nicht thermodynamisch, das ist einfach die verschiedenen Flüssigkeiten, die mich zusammengemischt hat, die haben ein Ungleichgewicht gehabt. Und bis sich das eingestellt hat, das Gleichgewicht, am Schluss blüht es dann blau, bis sich das eingestellt hat, kann es hin und her pendeln. So, und wo haben wir das Ungleichgewicht? Ja, überall. Das ist so die Erde, oder? Da geht ein Meteorit runter. Meteorit ist extrem heiß, wenn er in die Atmosphäre kommt. Das Weltall ist extrem kalt, die Sonne ist extrem heiß. Ich hätte noch einen Sonnenaufgang dazu tun. Da ein Vulkan ist extrem heiß. Unten dran ist vielleicht Wasser. Man sieht es nicht, doch da unten. Sehen wir es? Das ist noch starke Noah da unten. Rechts. So, extrem heiß wird extrem abgekühlt, wenn es ins Wasser kommt. Dann da ein Vulkan unter Wasser, extrem heiß, der kann auch glühen und alles ins Wasser explodiert. Aber nebendran kühlt es ab. Da habe ich noch so die Uratmosphäre. Man kann sich das vorstellen, dass das heiß ist, oder? Überall hast du Vulkan und heiße Therme und so weiter. Und was, wenn jetzt Biologen sagen, wir haben keine Ahnung, wo das Leben entstanden oder wie das Leben entstanden ist, dann meinen sie häufig einfach das. Wir wissen nicht, ist es ein Meteorit gewesen, oder ist es ein Vulkan gewesen, oder ist es eine thermische Quelle gewesen, oder wo ist es gewesen? Und darüber streiten sie. Und sie streiten darüber, in welcher Reihenfolge ist es passiert. Sind es zuerst vor allem die die Lipidlösung gewesen, oder sind es zuerst vor allem Protein gewesen, von dem kommt man ziemlich ab, oder ist es RNA gewesen und so weiter. Über das so Sachen streiten die welche Reihenfolge. Aber es ist nicht so, dass sie sagen, und jetzt gibt es einen Effekt, den wir nicht mehr erklären können und wir können überhaupt nicht mehr daraus was eigentlich passiert. Sondern man kann, das ist noch ein Blitz, das ist natürlich auch, das ist ja was der Miller gemacht hat, bis ich so. So, der Blitz beim Vulkan, sonst schön, haben wir gar nicht gewusst. So. Das Modell, das ist jetzt das Modell, wie das jemand ablaufen könnte. Ich habe noch nicht mehr angeschaut. Ja, das ist. Ich sehe nicht. Im Pointer, der ist eben auch rot. Also, irgendwann meine ich, bin strikt genommen. Also, der haut da mit dem Hammer auf die Schaukel. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Photon, das da drauf auf das Atom geht. Und das Atom kann ganz einfach sein, es braucht zum Beispiel einfach nur Eisen. Eisen und eine Eisen-Schwefel-Verbindung. Dann kommt da ein Photon drauf und dann haut es da ein Elektron da, zack, da rauf. Auf ein höheres Niveau. Ist jetzt da anschaulich so gezeichnet, dann fängt das da auf, dann bleibt es auf dem Niveau, zuerst einmal. Wenn es so heiß ist, überall, dann bleibt es auf dem Niveau. Aber wenn es kalt ist, und da kann Energie abgegeben werden. Irgendwann muss es auch kalt sein. Dann geht das da ab und geht nochmal ab und geht nochmal ab und kann da etwas antreiben. Irgendeine Motoren helfen, das Molekül aufbauen. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass nochmal ein Photon da drauf tätscht, dann fliegt das Elektron nochmal höher. So, und dann ist es da oben und kann wieder runtergehen und wieder etwas antreiben. Also das ist das Modell, was da passiert. Sehr anschaulich. Man kennt das übrigens. Wenn ihr ein Metall anlangt, irgendein Metall blendet, dann putzt es manchmal eins. Wenn das Metall in der Sonne steht, dann scheint die Sonne drauf und haut da Elektronen weg. Und dann ist es manchmal so geladen, dass es einem eins putzt. Das ist der Effekt. Da. Einfach viel kleiner. So, jetzt haben wir da wieder die Probleme. Da, das dritte Problem wieder rausholen, die wird ständig verdünnt. Also es ist ja, die Erde besteht aus wahnsinnig viel Wasser. Und das Wasser, wenn da so ein paar Moleküle entstehen, egal wo, dann schwänzt das weg, dann ist nichts mehr da. Und was kann man machen, dass das nicht ständig verdünnt wird? Das ist nochmal ein Problem. Ich glaube, das ist mit dem nächsten Ding. Da, wenn jetzt da so ein Teil da, das, wir nehmen jetzt an, das ist im Wasser. Und das ist perfekt gebaut, das ist super gebaut. Da hat es ganz einen Haufen so Sachen drin. Und es hat die RNA. Die Fäden sind aber nur ganz kurz. Also eine RNA wird einfach nicht lang. Und jetzt nehmen wir an, das wird sich vermehren. Und jetzt teilt sich die Zelle. Das kann eine äußere Einwirkung sein, dann wird das gespalten. Und das Problem ist, damit das eine perfekte Zelle ist, müssen da ganz einen Haufen so RNAs sein.
Da hast du irgendwie, ich weiß auch nicht, sagen wir mal 50 so RNAs. Und wenn das die Zelle sich teilt, dann hast du im einen Teil 25 und im anderen Teil 25 und es ist überhaupt nicht perfekt. Und die können sich dann schon wieder vervielfältigen, die 25, aber es ist dann eben nicht mehr perfekt. Also es funktioniert nicht. So, und dann kommt die geniale Idee, die geniale Erfindung, und es ist eigentlich eine ganz kleine Erfindung. Ich habe davor, dass die RNA zeigt, und eigentlich ist die normalerweise ein Faden. Und ich habe sie gezeigt, wie wenn sie zwei wäre. Aber normalerweise ist sie eine und kann dann ein bisschen umständlich und ein bisschen langsam und ungeschickt kann sie sich vermehren. Aber die RNA, die kann sich vervielfältigen. Da kann einen anderen Faden anhängen, nämlich einen DNA-Faden. So einen, der sieht praktisch gleich aus. Es gibt nur einen Unterschied. Da ist das Uracil und da ist das Thymin. Und das Thymin, das hat, wenn man es genau sieht, da ist noch ein H2, ein CH2 drauf. Das ist alles gleich. Also es ist ein kleiner Unterschied und der langt, dass die DNA viel stabiler wird. Die DNA ist viel stabiler. Ah, es ist noch ein Unterschied. Den sehen wir da nicht drauf. Es ist bei dem Zuckermolekül ist noch ein OH weggespalten. Das heisst Desoxyribonukleinsäure. Das heisst, das O ist weggespalten. Und das macht, dass das Teil viel stabiler wird, obwohl es praktisch gleich gebaut ist. Und das kann viel länger werden als die RNAs. Das heisst, ein DNA-Faden kann einen ganzen Haufen so RNAs speichern. Das heisst, wenn das einmal passiert, dass so ein RNA aus Versehen nicht ein Uracil dranhängt, sondern so ein Thymin, und aus Versehen, weil es vielleicht, dass es ein Desoxy-Dingsbums anhängt, statt so ein oxidiertes RNA, dann gibt es da einen sehr stabilen Faden und dann können die Fäden plötzlich viel länger werden. Oder eben die gesamte Information von diesem Urbläschen kann dann an einem Faden hängen. Und wenn sich dann die Zelle teilt, dann kann die DNA wieder 50 verschiedene RNAs machen und dann geht es wieder von vorne weiter, aber die gesamte Information von dem Teil ist drin. Also das heisst, es löst sich nicht einfach ins Nichts auf. Und das Zweite, was passieren kann, das ist das. Das passiert heute noch. Die RNA, die baut ja Proteine auf. Und die Proteine, die können ganz viele Sachen machen, das sind Eiweiß. Und die können, gewisse Proteine kleben gut und andere kleben nicht so gut. Und wenn man jetzt annimmt, da gibt es einfach Proteine, die gut aneinander kleben. Und da kommt der Eppel und Flut. Eppel und Flut, die sind dort mal etwa 100 Meter hoch gewesen, weil der Mond viel näher war. Und das sind rechte Sachen gewesen. Aber wenn man dann denkt, gewisse von diesen Teilen kleben einfach besser beieinander, dann gibt es da so Schichten, die schwimmen da auf dem Meer, die Teile, eben geht und die gewisse Proteine bleiben kleben, können sich verbinden, besser verbinden, dann kommt wieder die Flut, kommen wieder die nächste Schicht drauf und dann bildet sich da so ganz einen Haufen Schichten und man kann dann anschauen, das sind wirklich uralte Gesteine, die man überall auf der Erde findet, wo die Urbakterien drauf sind. Und da auch Urteile drin sind, Urproteine und so, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Aber da leuchtet es ein, das löst sich nicht einfach im Meer auf und ist nicht mehr da. Sondern wenn dann an so einem Ort, ein bisschen an einem schlauen Ort, das verbindet, dann können sehr viel kompliziertere Sachen passieren. Es gibt noch ganz andere Vorschläge. Also, vor langer Zeit, wie war das? Hat einen Vorschlag gemacht, dass das Leben auf dem Meteorit, also die Urteile auf Meteoriten entstanden sind, also auch die komplizierteren Sachen. Und hat dann gesagt, ja, dort ist einfach das Eis ist so kalt, das bewegt sich relativ wenig. Und wenn es dann auftaucht, dann ist es kurz auftaucht, wenn es in der Nähe von der Sonne ist, der Meteorit, taucht es kurz auf, kann die richtige Reaktion machen, dann fliegt er wieder weit weg und ist lange im Kalten. Dann wird es nicht aufgelöst. Anderer Vorschlag ist im Fels hinein,
die Hälfte vom Wasser auf der Erde ist im Felsen geschlossen. Mit einem gewaltigen Druck zusammendruckt und die Blösli, Wasserblösli, die es dann gibt, die sind gleich gross wie die heutigen Zellen. Und es gibt Leute, die sagen, die Zellen die sind drum so gross, weil eben die Blösli hier so gross sind und die Moleküle die haben sich daran angepasst, dass die der Felsen so ist. Also es gibt ganz verschiedene Theorien. Wieder etwas, was die Biologen sagen, die haben keine Ahnung, was passiert ist. Könnte auf dem Meteorit sein, könnte unter dem Meer sein. Wir wissen es nicht. Aber sie meinen nicht, wir haben keine Ahnung, was überhaupt. Es gibt ein Rätsel, das wir nicht lösen können. Wir haben drei Antworten und wir wissen nicht, welche richtig ist. Das ist immer in die Richtung. So, jetzt die Zusammenfassung. Ja. Da ist der Anfang mit den Teilen. Nochmal Stanley Miller und Harold Urey. Das ist heute eher überholt. Man nimmt nicht mehr an, dass es so gelungen ist. Der war viel zu gut in dem Versuch. Am Anfang haben wir gedacht, wow, da findet man ja alles. Und heute haben wir das Gefühl, nein, es gibt noch das und das und das, was man nicht findet. Und man hat lange gar nicht mehr weiter geforscht. Und heute forscht man eben im Tiefsee, bei Vulkanen und bei Meteoriten und wo überall auch noch. Also die war eigentlich zu gut und hat auch einiges aufgehalten. Dann, aus diesen Teilen bilden sich die drei Urteile. In jeder Reihenfolge ist auch nicht ganz klar. Lipid, Aminosäure und Nukleotid. Und wenn dann noch irgendein geeigneter Stein dabei ist, wo ein bisschen Eisen enthält oder ein bisschen Schwefel oder ein bisschen Phosphor, dann das braucht es als Katalysator. Dann passieren irgendwelche Sachen, da die säuferblasenartigen Blösli im Wasser, die gibt es auch ohne die Mineralien. Dann Peptid, das sind kleine Proteine bis ein paar hundert Teile. Und RNA, DNA, Fäden. So, das ist etwa so zusammen. Und die haben miteinander Verbindung da. DNA, Peptid, die haben Verbindung, indem die RNA hilft, Peptid machen, da als Enzym gilt. Umgekehrt gibt es auch, die Proteine helfen auch, dass das sich besser kann kopieren und so. Das ist ein Wechselspiel. Da ist nochmal ein Wechselspiel. Proteine helfen, dass die Blösli effizienter werden, dass dort die richtigen Teile in den Blösli hineinbleiben und die falschen rausgehen. Und so ähnlich könnte da die Urzellen entstanden sein. So. Da habe ich noch Fakten. Jetzt ist die Frage, soll ich aufhören und dann diskutieren oder soll ich das noch zusammenfassen und sagen? Aber es gibt ein paar Sachen, die eigentlich ziemlich unumstritten sind. Das Leben basiert auf Materie. Also, da kann man eigentlich irgendeinen Biolog fragen und der sagt, ja, grundsätzlich ist das alles materiell. Und wir haben nicht den geringsten Hinweis, dass da irgendwie eine übernatürliche Lebenskraft oder ein Schöpfer nötig wäre. Also, das ist mindestens nicht nötig. Dann, die wichtigsten Moleküle und Grundbestandteile von all diesen Lebewesen, die entstehen an verschiedenen Orten spontan. Und dann, das ist für mich eigentlich fast der wichtigste Satz, im thermodynamischen Ungleichgewicht verbindet sich die einfachen Moleküle fast zwangsläufig zu immer komplexeren. Also der Grundsatz, dass alles immer einfacher muss werden, der stimmt nicht, sondern bei Lebewesen kann sich das umkehren oder bei einfachen chemischen Molekülen kann sich das umkehren. Lokal, immer lokal gemeint, nicht global. Dann, bereits zwischen sehr einfachen Molekülen gibt es eine Selektion und die kann man dann nachweisen in gewissen Fällen, dass da eine Evolution ist. Und die Evolution hat angefangen, lange bevor die erste Urzelle da war. Dann der Übergang von unbelebter Materie zu Lebewesen, die ist fließend. Da werden Biologen nervös, wenn man fragt, was ist Leben. Die können das nicht klar sagen und jetzt hat es angefangen. Sondern es ist ein fließender Übergang und es ist extrem schwierig, das zu sagen. Es sind verschiedene Kriterien, wo man sich überlegen kann, ja, gehört das dazu, gehört das nicht dazu. Ein Kristall ist noch kein Lebewesen, da ist man sich einig, ist zu einfach, aber der kann sich auch schon vervielfältigen. Was ist denn ein Lebewesen? Und heute sieht alles so aus, wie wenn die Entstehung von dem Leben und von der Arten innerhalb der bekannten Naturgesetze erklärbar ist. Das kann man nicht beweisen, dass es so ist, aber es sieht im Moment so aus. Es gibt keinen Grund anzunehmen,
da gibt es noch irgendetwas, was wir überhaupt nicht verstanden haben. Nicht irgendein Grundgesetz. So. Jetzt mache ich noch ganz kurz, was ich das Gefühl habe, ist beim Herrn Lennox der Fehler. Ich will meinen, der Herr Lennox stimmt da bei sehr vielen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, würde zustimmen. Er beschreibt viele Sachen, er beschreibt das Thema ein bisschen anders. Aber was er sagt, es könnte am Anfang auch etwas Komplexes sein, können wir nicht ausschliessen. Der Richard Feynman gilt als einer der brillantesten Physiker, der überhaupt nie gelebt hat. Der hat gesagt, er könnte sich gut vorstellen, dass am Anfang etwas Komplexes war und nicht etwas Einfaches. Es gibt Leute, die das sagen, Naturwissenschaftler. Und viele andere von diesen Argumenten könnten Naturwissenschaftler sagen, ja, könnte sein. Und man könnte das Komplexe am Anfang vom Universum könnte sagen, das nenne ich Gott. Das ist eine Definitionssache. Marc hat kritisiert, dass der Linux keine Definition gibt von Gott. Man könnte sagen, das Komplexe am Anfang vom Universum ist Gott. Und so, in den Vorträgen, die ich gehört habe, hat der Linux sehr lang, sehr detailliert und sorgfältig argumentiert, dass eben da auch etwas Komplexes könnte sein, wo man ja könnte Gott nennen. Und niemand könnte widersprechen. Und dann kommt der entscheidende Fehler. Er meint mit Gott nicht das Komplexe, das am Anfang vom Universum gestanden ist. Da hätte Einstein wahrscheinlich nicht zustimmen können. Die viele Physiker könnten zustimmen. Das, was macht, dass die Naturgesetze so sind, wie sie sind, das nennen wir Gott. Können wir so nennen. Aber, jetzt kommen all die Sachen, die man nicht sagt. Mit Gott meint der Linux, ja, es gibt zwischen dem Anfang, wo gemacht hat, dass Naturgesetze so sind, wie sie sind, da gibt es irgendeine Verbindung zu der Bibel. Und zwar nicht über naturwissenschaftliche Gesetze, sondern das ist irgendwie das Gleiche, was gemacht hat, dass nachher die Bibel steht. Und das Gleiche, was gemacht hat, dass da die Naturgesetze so sind, das hat auch gemacht, dass Maria jungfräulich ein Empfängnis gehabt und das macht, dass wir eine Moral haben. Nach allen üblichen Vorstellungen ist Moral ganz am Schluss, hat Marc ausführlich geschildert. Moral kommt am Schluss, Bewusstsein kommt am Schluss. Wir können erklären, wie sich das entwickelt hat. Nicht im Detail, aber es macht irgendwie Sinn, die Erklärung. Wir können nicht erklären, warum das plötzlich am Anfang steht. Und wir können nicht erklären, warum die Naturgesetze eine Verbindung haben zu unseren Gesetzen im Zivilgesetzbuch. Die Gesetze im Zivilgesetzbuch, das machen wir. Und Menschenrecht entscheiden wir. Und auch die Wirtschaft, heute wird viele Wirtschaftsprofessoren behaupten, Wirtschaftsgesetze, die sind Naturgesetze. Das ist nicht so. Wirtschaftsgesetze entscheiden wir, wie soll die Wirtschaft funktionieren, damit sie gerecht ist. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Erkennen wir, es gibt Naturgesetze, die wir nicht beeinflussen können. Und es gibt Gesetze zwischen dem Zusammenleben, Moral, Menschenrecht und von der Wirtschaft. Wie wollen wir die gestalten und wie können wir gestalten? Und das sollen wir auch. Und für mich ist das eigentlich das Heikle. Die meisten von Ihnen werden Auto, von euch werden Auto fahren. Wenn ein Autofahrer nicht weiss, wie der Motor funktioniert, dann ist das nicht so schlimm. Man muss nicht alles im Detail kennen. Der Auto fährt auch sonst. Aber wenn jemand ein Auto steuert und das Gefühl hat, er sei in einem Flugzeug als Passagier und da vorne ist noch einer, der das Flugzeug steuert, dann ist das problematisch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere von diesen Autofahrern mir verschreckt, wenn er sagt, aber du steuerst ja. Dann kommt die Angst über, das kann sein. Aber ich glaube, wir sollten das trotzdem sagen. So, danke vielmals.